einerseits so viel zu, es soll nicht regnen. So, ich stelle mich selbst auch nochmal vor, mein Name ist DJ Kato, ich komme aus dem schönen Hannover, wo, denke ich mal, auch so ein Wetter ist. Und der nächste Song ist auch wieder ein kleiner A Cappella-Song und der heißt Luxus, nein danke. Und der geht zu. Haben wir nur Leistung, 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 Leistung und dann propagieren für den Reichtum. Leider muss man dafür viel aufgeben. Freunde, Verwandte, Familie, die Liebe deines Lebens. Um diesen Luxus zu erleben, umzug in eine andere Stadt. Schau, was dieser Luxus zu bieten hat. Ich brauche ihn nicht, den Luxus, von dem jeder spricht. Ich hab'n Stift, ich hab'n Blatt, damit ich zeigen kann, was ich zu bieten hab. Ein PC, ein Beat, ein Mic, man weiß ja darüber Bescheid. Jede Woche ein neuer Text, manchmal sogar 6. Zu hören bekommt man aber nur 5 von 100. Kein Wunder, dass man sich wundert, warum von Musikern immer so wenig kommt. So, der nächste Song wird hier zum allerersten Mal live gespielt. Muss ich ein klein bisschen weiter ausholen in dem Fall. Und zwar hat dieser Song musikalisch nur den Sinn, dass er gut klingt. Ansonsten hat er überhaupt keinen Sinn an sich. Diesen Stil nenne ich RST-Style. Und den mache ich jetzt seit 2013. Ist das erste Mal was in der Richtung rausgekommen. Aber immer wenig live gespielt, die Sachen. Aber bei vielen Fans von mir findet das halt Anklang. Na, so. Und deshalb hört ihr jetzt zum ersten Mal den Song See What To. Wenn das gehen würde. Technik bitte. Ist ja irgendwas umgestellt? What about when see what to? What kind of a we were? What about when see what to? What kind of a we were? What about when see what to? What kind of a we were? What about CT? What about so? What about CT? What about co? We so the we so, what be a T so, what be C the, what be a key so, what be a C to, what be T, what be a he to, what be a sa, what be a C T, what be a card, we so the me so, card, what's a do, whoa. What about what's it, what's on?
Der nächste Song heißt This und ist auch schon ein bisschen älter in meinem Repertoire. Und diesen hört ihr jetzt. Er ist kein Diss auf eine normale Art. Er ist anders als man denkt. Es geht hier nicht irgendwie um Rap-Battle, irgendwen zu Bode prügeln oder sonst wie was. Sondern auf Selbstreflexion. Die Bandbreite, die ich hier mal doch erreiche, denen ist doch egal, was ihr überhaupt schreibt. Die verstehen nicht, was ich meine, drehen mich deswegen klein. Ich sei nicht in der Lage zu singen oder zu rappen, gar keine Frage, ich will damit meine Meinung verbreiten. Hier man denkt, Leute erreichen, die verstehen, was ich meine. Es hat ja nach dem Anschein, dass wenige Leute sich eigene Meinung bilden. Viele fragen bloß, wie viele Silben, da sind sie nebensächlich. Wie seid ihr so niederträchtig? Wacht auf, was euren Tag klaut, dass ihr es klar checkt. Ich will, dass ihr klar spricht. Was willst du, warum rappst du? Wegen Fame und Geld, aber glaubst, das gefällt. Ich nicht, ich schaue bloß, also behalte deinen Sklavenlohn. Alles, was hochkommt, kommt auch wieder runter. Und ich bin trotzdem immer noch glücklich, gesund und munter. Fan vom MP3, Handy oder Rechner. Da beugt's vor Gelächter. Anschauen tut er sich mich, welche Benutzer ich nicht. Ich hoffe, er wird Augen machen, wenn ich ihm sag. Er schmiert sich damit seinen eigenen Sack. Ich frag ihn, weshalb er's macht. Er mich nicht anschaut und lacht. Es lohnt sich, was du für machst. Ich versteh's von kein Wort, aber es unterhält. Und was glaubst du, warum so einigen gefällt? Ich musste leider recht geben, nur leider ist nicht mein Bestreben. Mit NST-Songs, ja na klar, mit Text mit denen ist aber mein Ernst. Ich will, dass ihr es erfährt. Zerbreche meinen Kopf über so einiges. Die Leute können mich da durchgehen auch steinigen. Hauptsache es kommt bei einigen an. Der Rest bleibt weiter dumm und folgt weiter dem Masterplan. Ich sag's dir, das ist nicht lustig. Wenn Meinung ein Produkt ist, sie wird manipuliert. Aber niemand zahlt einen Schlussstrich. Man sieht's im TV, man zeigt's nur schwarz und weiß. Aber niemand zeigt mal zielig die ganze Wahrheit. Egal Bufos, Kennedy, 9-11. Niemals wird die Öffentlichkeit die ganze Wahrheit kennen. Nach Friedensaktivisten. Denn nach Friedensaktivisten. Diese werden beschimpft als Verschwörungstheoretiker. Auf Antisemiten. Über Tagesschau bis hin zum Spiegel. Information werden weiter erzählt. Ohne Brief und Siegel. Nun hat man hier ein Stück in meinen Kopf geworfen, wie ich ticke und so. Nun frage ich euch, wollt ihr die Wahrheit hören? Wollt ihr die Wahrheit sehen? Wollt ihr die Wahrheit glauben? Oder wollt ihr immer noch in Lüge leben? Was ist eure Entscheidung? Wenn ihr euch dafür entscheidet, die Wahrheit zu kennen, geht raus, steht auf, erzählt's den anderen. Kommt zu den Mahnwachen, kommt zu irgendwelchen Friedensveranstaltungen, um für den Frieden einzustehen. Kommt nach Rammstein, um Drohmorde zu verhindern und um diese verfickte Basis einfach mal zu schließen. Von den USA aus hier in Deutschland gesteuert wird und die ganzen Kriege auf dieser Welt verursacht, die von USA ausgehen. Danke. So, bevor es jetzt weiter mit dem offenen Mikrofon geht, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Wie die meisten wissen, komme ich aus Hannover und bin dort auch über ein Jahr bei der Hannoverschen Mahnwache aktiv gewesen. Nun kommen einige Leute auch auf mich zu und sagen, hey, es ist super, was du machst, es ist super, die Texte sind super, der Inhalt ist super. Und dann gibt es noch die Leute, meistens sind es Teenager bzw. Kids, die nur aus den Radiosendern, wenn überhaupt, oder aus den Mainstream-Medien, nenne ich es gerade mal, oder aus den Social-Media-Sachen, die behaupten, du weißt nicht, was Rap ist, du machst das nicht, du bist kein Rapper. Die sagen, was ist denn das? Das ist kein Rap, was du da machst. Das ist doch einfach eine Fremdscham hoch 10. Ich werde dann doch mal weitergehen. Dann gehe ich zu ihnen hin und frage,
sag mir, was Rap ist. Ist es für dich nur your mom und so ein Mist? Die Kids kommen auf mich zu und sagen, du bist kein Gangster, also kein Rapper, klar? Du machst sowas nicht. Deswegen bist du kein Rapper. Und deswegen bist du auch schlecht. Ich verspreche ihm. Ich sage, Rap ist mehr als das. Max hat es auf den Punkt gebracht damals mit seinem Song. Rap ist nämlich nicht nur das, was die Jugend heute denkt, was Rap ist. Rap ist viel mehr. Rap ist Sing-Sang. Rap ist über Themen aufmerksam machen. Und die heutige Rap-Kultur hat sich einfach davon entfernt, was hier in Hamburg, was damals mit Freundeskreis in Stuttgart oder mit den Kollegen aus Berlin entstanden ist. Und zwar das aussprechen, was man fühlt, was man sieht, die Gedanken auf Papier bringen und nicht immer nur rumbetteln. Und in Wirklichkeit ist das alles eine Show. Und jetzt geht's weiter mit dem offenen Mikrofon auf der Mahnwache in Hamburg. Ihr habt 6 Minuten Redezeit, ihr könnt alles tun und machen, was ihr hier wollt, solange es jugendfrei und gewaltfrei ist. Und das Mikrofon ist eröffnet.